meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schwarz 2. Letztes Mal waren wir ja hier stehen geblieben und ich muss jetzt zur Verteidigung sagen, ich habe mir jetzt noch nicht die Kommentare durchgelesen wegen Zorua, ne? Ob ich das jetzt trainieren soll oder nicht. Deswegen mache ich das jetzt diese Folge noch nicht, ja, aber wenn ihr darüber abstimmen wollt, ob ich denn dieses liebe, hübsche Pokémon trainieren soll, ja, dann macht das bitte und schreibt es in die Kommentare rein, dann mache ich das jetzt auch definitiv. Aber wir haben noch nicht alle Leute hier angesprochen, dann machen wir das doch. Sehr nett. N, der Liebe. Ja. Warte mal, wo soll N leben? Komisch. Naja, was geht hier so ab? Also, sehr, sehr viele Pokémon hier. Und keine Ahnung, was mit denen so abgeht. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, die Zukunft dagegen schon. Deswegen habe ich mein Outfit geändert. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zugenommen habe. Ja, ja, du getarnter Wanderer. Insgeheim bist du doch nur jemand, der... Naja, ihr wisst schon. Und da ist der liebe Cinder, den ich jetzt aber nicht herausfordern wollte. Route 6. Mhm. Hier oben gibt es bestimmt noch ein Item. Wenn ich denn mal an der richtigen Stelle stehen bleiben würde. Anscheinend nicht. Man sieht nur die Höhle schön. Ich denke mal, wir gehen auf Route 6, um die Folge ein bisschen interessanter zu gestalten. Ja, weil die letzte Folge war doch ein bisschen schwach, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und mal gucken, was es hier für Pokémon gibt. Ein Bambi. Nein, ein Seskoids. Level 25. Es sieht aber wirklich ein bisschen aus wie Bambi, oder? Aber das ist bestimmt cool. So ein Rehkitz entwickelt sich so einen prächtigen Reh. Das könnte ich mir gut vorstellen. So. Medizin, Items natürlich. Und was setzen wir denn nicht anderes ein als einen Superschutz? So, und jetzt gucken wir mal, ob es hier Trainer gibt, die natürlich kämpfen wollen. Und das ist mit Sicherheit eine Pokémon-Züchterin, so wie ich das sehe. Wunderbar. Also wenn ihr wirklich wollt, dass ich Zorua trainiere, kann ich das hier wunderbar auch tun. Pionchilla ist jetzt nicht unbedingt das stärkste Pokémon, wo ich gar gegen kämpfen kann, aber okay. Gucken wir mal. Kraftwelle sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Das tut es auch. Noah sollte auch Level 34 gleich sein. Sesko Kids sollte auch sehr effektiv sein, so wie ich das sehe. Oh ja. Auch das ist ein Normaltyp. Level 34 für Noah. Angriff 3, Spezialangriff 3 dazu. Meine Fresse. 1728 Pokédollar. Viele, viele Brücken und eine Schirmdame. Es regnet, es wird nass. Nein, es schneit, meine liebe Dame, aber trotzdem. Schirmdame Astrid setzt Formeo ein. Hahaha, Momentchen. Und? Wird's zu einem anderen Pokémon? Schneit normalerweise. Na egal. Kraftwelle sollt ihr den Rest tun. Und Formeo besiegt und Schirmdame Astrid. Naja, ihr wisst schon. Nein! Ich bin runtergesprungen. Wie dämlich. Ach, gleich zwei Items. Was bist du denn? Ein Tarnpignon. Genial. Was für ein Typ könnte das sein? Käfer? Komm, triff fünfmal. Finte. Also nicht sehr effektiv. Knochenatz. Babam. Bam bam. Bam bam und tschüss. Wow. Und das ist Pokémon weg. Interessant. Ein Pokémon, das sich als Pokéball tarnt.
Das hat man ja eigentlich von Volteball, ist man das gewöhnt, aber okay, gut. Lucario ist auch schon Level 34. Ich muss mal gucken, dass die anderen Pokémon nicht vernachlässigt werden. Sesko Kids, go. Ein Schnutelm. Sieht mir ein bisschen aus nach einem Stahltyp. Da lag ich mal komplett daneben. Knochenarzt trifft immerhin viermal. Und es kann Fluch. Angriff und Verteidigung steigen. Die Initiative, es sinkt hingegen. Ich bin mal gespannt, wie Kraftwelle wirkt. Auch das ist nicht sehr effektiv. Ich weiß gar nicht, was könnte das für ein Typ sein? Wenn es kein Stahltyp ist. Ruckzuckhieb. Das ist normal. Ist es ein Normaltyp? Es sieht mir so überhaupt nicht nach einem Normaltyp aus, aber... Okay. Dieses Pokémon ist aber enorm stark. Und vor allen Dingen, es macht die ganze Zeit Fluch, was mich jetzt ziemlich beunruhigt. Wenn der jetzt Supertrank oder so einsetzen würde, ich wäre so dran. Macht er aber nicht. So ist Schnutelm besiegt. Und bringt gerade einmal 381 Erfahrungspunkte. Was eine Verschwendung. Und das ist keine Verschwendung, nämlich ein Elixier. Gut. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken. Und zwar mal den Pokémon natürlich. Und dann merken wir doch, Julien ist nur Level 32. So trainieren wir es doch ein bisschen. Hallo, du Forscher, der eine trübselige Musik aufdrückt, dass ich gleich weinen muss. Meine Fresse. Was hast du für ein Pokémon? Jetzt sag nicht ein Elektro-Pokémon. Ein Sesko-Kids. Habe ich Sesko gesagt? Natürlich Seso-Kids. Ich weiß nicht, wie ich auf Sesko kam. Windschnitt. X-Angriff. Angriff von Seso-Kids steigt. Wow. Windschnitt und Volltreffer. Tschüss. Wow, dein X-Angriff hat's echt gebracht. Sehr cool. Danke dir. Für deine unnütze Einstellung. Und ja, hier liegt natürlich ein Mondstein rum. Und wieder eine Forscherin. Meine Güte, so viele Forscher. Was wollen die alle? Oh nee, die Schnutelm. Käfer-Pokémon. Könnte ja sein. Komm, Windschnitz, effektiv. X-Spezial. Spezialangriff steigt. Und damit scheine ich wohl richtig zu liegen. Es ist tatsächlich ein Käfer-Pokémon. Oder? Käfer oder Pflanze? Damit rechnet man bei diesem Pokémon irgendwie gar nicht. Laukaps, das sieht mir auch sehr nach Käfer aus. Und auch das ist natürlich sehr effektiv. Julien erreicht Level 33. Drei Angriffe immerhin. Nur zwei Initiative. Für den Vogel braucht man recht wenig. Ja, machen wir doch. So. Also wenn da kein Items, weiß ich auch nicht. Mini-Pilz ist es. Ein nicht wirklich seltenes Item. Was ist das denn? Jahreszeitenforschungsinstitut. Dann forschen wir mal eine Runde. Klar! Hallo. Sehr cool. Und was gibt's hier so? Wir sind so wie Koryphäen auf dem Gebiet der Sesko-Kids-Forschung. Wie wär's? Möchtest du nicht eins unserer seltenen Sesko-Kids trainieren? Du kannst keine weiteren Pokémon mehr mitnehmen. Nein! Ah ja. Sehr cool. Habt ihr etwa ein Formeo? Naja, Entwicklung ist das nicht so ganz. Es ist eher eine Verwandlung.
Also ich finde nicht, dass sich Formeo im Kampf entwickelt. Das ist bestimmt auch so ein Pilz. Da weiß ich schon Bescheid. Tarnpignon, Level 29. Und das ist doch mit Sicherheit ein Pflanzentyp. Zack. Und das überlebt noch den Luftschnitt. Ach, ein so herrlicher Lockduft. Und er wird jetzt weg. Tschüss, Volltreffer. Nein. Immerhin bringt es noch einige Erfahrungspunkte. Die Route ist ganz schön lang. Meine Güte, ein weiterer Kampf. Tarnpignon. Von einem Trainer diesmal. Aber auch nur auf Level 27. So überlegen sind die Trainer gar nicht mehr im Moment. Eigentlich eine ideale Gelegenheit, einen Pokémon zu trainieren. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, welches. Laukaps. Und das ist Level 27. Volltreffer. Nein, schade. Aber es klang so cool. Paulino ist besiegt. Niederlage, nein. Ich will keine Niederlage. Ich will nur gewinnen. Ey, ich wollte noch das Item aufheben. Ich plantsche mit meinen Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Nein, ich bin kein Karpador. Frau Mio wird eingesetzt. Eieieiei. Level 28. So, Formeo verwandelt sich natürlich nicht. Ein Volltreffer. Aquaknarre. Dann machen wir erstmal Ruheort. So, und heilen uns dadurch. Wups. Und so sind wir wieder geheilt. Bitte brenn nicht. Wunderbar. Luftschnitt. Zack. Und Formeo ist weg vom Fenster. Und das war's auch mit dieser Schirmdame. Ging ja schnell. Nein, das ist ein Tarnpignon. Nein, Level 29. Okay. Da Luftschnitt nicht gereicht hat, machen wir Windschnitt. So, das muss jetzt reichen. Bäm. Und weg ist es mit dem Volltreffer. So kann man auch trainieren. Gezeigt gegen Tarnpignon kämpfen. Oh, das sieht mir nach einer anderen Route aus. Eine Erelektrolithöhle. Route 6. Nochmal. Eine, Wanderin? Keine Ahnung. Sieht mir jedenfalls so aus. Nein, ein Pokémon-Ranger. Rollum. Käferstahl, soweit ich weiß. Bin mir aber natürlich nicht sicher. Käfer ist es mit Sicherheit. Och, komm. Och, komm. Und jetzt noch Eisenabwehr. Also bitte, Julian. Jetzt musst du im Volltreffer landen. Wenn nicht jetzt, wann sonst? Nee, Stahl ist es mit Sicherheit nicht. Aber Käfer ist es. Das habe ich gesagt. Dann machen wir nochmal Luftschnitt und tschüssi. Mit der Versuchrollum. Und das reicht für Level 34. Drei Initiative, das gefällt mir schon wesentlich besser. Level 28 Tarnpignon. Bestimmt auch eine tolle Weiterentwicklung, die wie ein Hyperball aussieht. Das war jetzt schon bitterböse. Ja, damit kannst du deine Pokémon heilen. Persifbeere. Sehr nett von dir. Ja. Was geht mit dir so ab, lieber Wanderer? Hallo. Was? Castadur. Okay. Was soll mir das ist? Yay! Woher war es mir klar, dass sie dann bei meinem Pokémon halt? Okay. Einen Leuchtstein bekommen wir hier auch noch. Sehr, sehr nett. Ach, wie herrlich nett die lieben Leute hier doch sind. Achso, in der anderen, im anderen Haus waren wir schon.
aber noch nicht in der Elektrolithöhle. Ui. Oh, ein schön erleuchtender Fels und das Bell. Dass sich die schwebenden Steine verschieben lassen? Hä? Wie willst du das jetzt machen? Nicht alle Steine lassen sich verschieben, aha. Okay, du wolltest hier was untersuchen. Lol. Ah ja. Sehr interessant. Ein Hyperheiler gibt's hier. Okay, die großen Felsen lassen sich mit Sicherheit nicht verschieben. Warum lassen sie sich nicht... Ach, jetzt kapiere ich das. Die werden angezogen von denen. Ach so, das habe ich nicht gerade verstanden. Ich habe gerade gedacht, hä? Klar, in der Elektrolithöhle. Wie könnte es denn sein? Da kann eine E-Gitarre nicht fehlen. Wow, da haben wir die liebe Jane. Und die setzten Elmolk ein. Oh. Level 30. Witzig. Pokémon. Scheiße. Gerade Emolga. Das ist bitterböse. Was ein Glück. Boah. Also mit Emolga hätte ich Probleme bekommen, wäre das jetzt kein Volltreffer gewesen. Das war ein Schweineglück. Patrick hat das Item Hypertrank gefunden. Juhu. Ach, wie nett. Elektrisch geladenes Gestein. Sehr interessant. Und das Magneton. Natürlich hat Elektro-Pokémon. Level 30, das macht nichts. So, ich glaube... Wie könnte es denn ideal sein? Nur natürlich mit Knochenhatz. Besser könnte es eigentlich gar nicht laufen. X-Angriff. Der wird dir sowieso nichts bringen. Und zack, mit einem Treffer K.O. Nein, mit zwei, okay. Kann ja aber bis zu 5-mal treffen. Von daher Magneton weit entfernt von einem Sieg. So. Dann machen wir erstmal Pokémon und Tausch. Weil ich glaube, Julian bringt es hier irgendwie nicht. Nicht böse dir gegenüber Julian, aber... Ja, das war mir klar, dass das so nur so geht. Ein Topschuss immerhin. So, dann fahren wir jetzt erstmal... Ah. So gehen. So, dann geht's hier runter noch. Ja. Aber bitte doch. So, da hinten. Ich weiß nicht, ob ich da hinten weiterkomme. Mir war es fast klar gewesen. Ach ja, Bell. Da bist du ja. Die Brücke ist eingestürzt, aber die nötigen Instandsetzungsarbeiten sind bereits im vollen Gange. Und da rennt ein Typi rum, der nicht weiß, was er an der Brücke machen soll. Ich würde auch rumrennen, wenn ich eine Brücke repariere. Vor allen Dingen so wie er. Bin ich ganz sicher. Tja, das heißt wohl, wir müssen leider in die Arena zunächst. Das heißt leider. Ich habe richtig Bock auf einen Arena-Kampf. Warum sage ich leider? Wie komme ich denn nur auf das Wörtchen leider zu sagen?
So, Superschutz erstmal. Meine Fresse, die Route ist ganz schön lang. Der Visokaster klingelt. Hallöchen. Bestimmt die Sabine, natürlich. Du meinst also Pokémon vom Typ Drachen, Patrick? Es gibt so viele niedliche Pokémon vom Typ Drachen. Dragoran ist echt toll, oder was? Oder ruft mich ein Kollege. Ja, bestimmt mag Sabine auch Dragoran, bin ich mir ganz sicher. Und in Maria City sind wir angekommen. Im Pokémon Center. Ja. Yeah. Ja, mach mal meine Pokémon wieder fit. Liebe Schwester Joy, du hast sowieso den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Aber netter Gedanke. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm, hoffentlich kommst du bald wieder. Und hier gibt's wieder neue Medaillen. Reines Herz. Und nochmal. Fehlgriff. Schade aber auch. Mehr Medaillen gibt's anscheinend nicht. So, Schutz brauchen wir auch nicht mehr in der lieben Stadt. Und hier ist erstmal Schluss mit Pokémon Schwarz 2. Wenn euch diese Folge gefallen hat, Daumen nach oben und Favorisierung nicht vergessen, ja. Und ganz wichtig natürlich, wenn ihr wollt, dass ich das liebe kleine hübsche Zorura trainiere, dann schreibt es ganz dringend in die Kommentare rein. Würde mich auch freuen, wenn ihr das dann liked, ja, dass ich sehe, dass ich es wirklich trainieren soll. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Pokémon Schwarz 2. Vielen Dank fürs Zusehen.